Die Menschen, und bin gespannt, wie es bei dir ist, glauben tatsächlich, dass das Leben kontrollierbar ist. Beziehungsweise, wie ist das bei dir? Willst du das Leben kontrollieren? Willst du das kontrollieren, was dir passiert? Oder glaubst du tatsächlich, dass du dein Leben kontrollieren kannst? Also das kontrollieren kannst, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert? Man glaubt es zwar, aber tatsächlich, und vor allem man glaubt es, weil es so nah ist, aber tatsächlich ist es absolut unmöglich. Du kannst das Leben nicht kontrollieren. Das Leben kontrolliert auch nicht dich, sondern das Leben passiert einfach. Die Frage ist nur, wie siehst du das, was passiert? Wie ist deine Haltung zu dem, was passiert? Wie ist deine Einstellung? Wie ist deine Sichtweise? Wie geht es dir damit? Und nicht, ich muss es kontrollieren. Weil jeder Mensch, der da sehr stark in seiner Kontrolle drinnen ist, der steht unter Druck bei dem, was passiert im Leben. Und man sollte sich einfach die Frage stellen, ob es notwendig ist, etwas kontrollieren zu wollen, das ich ja gar nicht kontrollieren kann. Für mich war es jetzt einmal wichtig, dass du erkennst, dass es nicht möglich ist, das Leben zu kontrollieren. Aber was möglich ist, ist deine Sichtweise zu ändern, deine Haltung, deine Einstellung zu dem Ganzen. Und das ist Trainingssache. Und dafür muss man sich halt selbst kennenlernen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und die meisten Menschen wollen halt nicht an sich arbeiten, warum auch immer. Die beschäftigen sich nur damit, das Leben kontrollieren zu wollen, was aber nicht möglich ist. Und ich möchte das jetzt anhand eines Kartenspiels zeigen. Und zwar, dass der Mensch tatsächlich glaubt, alles eben kontrollieren zu können und am liebsten soll alles nach Plan laufen. Man ist ja richtig zufrieden, wenn alles, das ganze Leben nach Plan läuft. Aber das ist es nicht. Das Leben ist, und das möchte ich einfach zeigen, das Leben bringt dich halt einfach komplett durcheinander. So wie ich versuche jetzt im Kartenset alles einmal so durcheinander zu bringen, wie es halt einfach im Leben ist. Und das Leben gibt dir einfach verdammt viele Herausforderungen. Und da kann schon mal sein, dass du zum Beispiel auf der Seite im Privatleben gerade eine Herausforderung hast, und im Berufsleben jetzt zum Beispiel läuft alles glatt. Oder dass zum Beispiel im Privatleben alles glatt läuft und im Berufsleben halt einfach Herausforderungen kommen. Oder es gibt ganz interessante Zeiten, wo einfach beides so richtig super glatt läuft. Ich glaube, dass Herausforderungen dafür da sind, dass wir sie meistern. Und dass wir aufhören können, das Leben zu kontrollieren. Und ich glaube, wenn wir aufhören, das Leben zu kontrollieren, dann kann das Leben trotz Herausforderungen und trotz Durcheinander einfach wieder ganz in seinen Bahnen für uns ablaufen. Und dann erfährt man Zufriedenheit. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, und ich bin gespannt, ob du dich meldest oder vielleicht sogar einen Kommentar hinterlässt. Lass dir das Ganze durch den Kopf gehen und beobachte dich einfach in den nächsten Tagen. Ich freue mich. Ciao.